Der Schwarzwald im Süden Deutschlands ist eines der beliebtesten Reisegebiete Europas. Dunkle Tannenwälder, stille Bergseen, idyllische Täler, weltbekannte Kurorte und Bäder begründeten seinen Ruf. Baden-Baden mit seinen radioaktiven heißen Quellen ist ein Bad von internationaler Bedeutung und Treffpunkt der großen Welt. Die Schwarzwald-Hochstraße führt von Baden-Baden über die Kammhöhen und erschließt die reizvollsten Punkte dieses schönen Landes. Freudenstadt, umgeben von herrlichen Wäldern, ist der bedeutendste Höhenkurort des Schwarzwaldes. Die Schwarzwälder sind bis heute ein Bauernvolk geblieben. Ihre Häuser, Trachten und Lebensweise haben sich unverändert erhalten. Ist das viel gerühmte Schwarzwälder Kirschwasser, das von den Einheimischen selbst gebrannt wird. Thank you.
Bei Triebergen überwindet die Schwarzwaldbahn in vielen Tunneltieren und übereinanderliegenden Serpentinen auf kurzer Strecke große Höhenunterschiede. Diese Art der Anlage war das Vorbild für den Bau der St. Gotthardbahn. Bäche mit ihrem Forellenreichtum sind für den Sportangler ein wahres Paradies. Die weltberühmten Schwarzwälder Uhren werden noch vielfach in Heimarbeit hergestellt. Edelsteinschleiferei wird hier seit Jahrhunderten betrieben. Die alte Universitätsstadt Freiburg im Breisgau mit ihrem gotischen Münster ist der Ausgangspunkt für Reisen durch den südlichen Schwarzwald. Von Freiburg aus führt die Höllentalbahn durch tiefe Schluchten und über die kühn geschwungene Ravenna-Brücke hinauf zum Titisee. Im Hintergrund erhebt sich der langgestreckte Rücken des 1493 Meter hohen Felsberges, der höchsten Erhebung des Schwarzwaldes. Im südlichen Schwarzwald, durch dichten Bergwald gegen raue Winde geschützt, liegt Badenweiler, ein schon den Römern bekannter Thermalkurort.